True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und da sind wir auch schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Und mein heutiger Gast, ja, sie ist Silbermedaillengewinnerin der WM 2015, Europameisterin 2016, hat Bronze bei der EM 2014 und 18 geholt, hat Gold bei der Hallen-EM geholt und ist jetzt schnellste Mama. Herzlich willkommen, Cindy Rohleder. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich sehr. Nachdem ich jetzt deine ganzen Titel hier aufgelistet habe, welcher Titel schmeckt dir denn so am besten? Welchen trägst du am liebsten eigentlich? Oh, also die Silbermedaille von Peking, die ist schon ganz dolle in meinem Herzen, aber auch die beiden Europameistertitel, die ich hintereinander Freiluft wie auch Halle geholt habe, die sind mir schon extrem wichtig, genau. In der Halle auch nochmal sehr wichtig, der Hallentitel, weil man mir ja immer nachsagt, dass ich keine Hallenläuferin bin. Ja, stimmt. Und ich habe dann eigentlich gehofft, dass ich dann mit dem Europameistertitel in der Halle mal das ablegen kann, aber es wird mir immer noch nachgesagt. Seit Anfang des Jahres bist du jetzt aber Mama und dein Leben hat sich, seitdem denke ich mal um 180 Grad gedreht. Was sind so die größten Veränderungen, die du für dich selber so verbuchen kannst? Das Größte ist eigentlich das Zeitmanagement, würde ich sagen. Also wir sind extrem durchstrukturiert den ganzen Tag, mein Mann und ich, weil ich natürlich wieder angefangen habe zu trainieren und er aber auch noch beruflich unterwegs ist. Und natürlich dreht sich alles um unseren kleinen Zwerg, der unsere volle Aufmerksamkeit braucht. Und wir wir haben uns gut eingegroovt und haben einen guten Tagesrhythmus und macht extrem viel Spaß. Und jeder Tag ist eigentlich ein neues Erlebnis, weil die Kleine so viel lernt derzeit. Und es geht los von, sie bewegt sich ganz anders auf einmal von einem Tag auf den anderen, hebt sie die Beine höher und es sind halt so kleine Momentaufnahmen, die so einen Tag dann auch extrem besonders machen. Du hast die Corona-Pause im letzten Jahr auch ja im Prinzip ganz bewusst genutzt, um Mama zu werden. Hast aber auch dann ganz schnell gesagt, Mama sein und Spitzensport, das schließt sich nicht aus. Also was hat dich da so sicher gemacht, dass Olympia 2021 jetzt trotz der Schwangerschaft und Geburt jetzt Anfang des Jahres auch absolut wieder ein Thema für dich sein wird? Also ich kannte das schon vor meiner Schwangerschaft, dass viele immer gesagt haben, wenn man ein Kind bekommt, dann ist dann auch der Leistungssport irgendwann vorbei. Und ich habe auch viele Athletinnen, die schwanger geworden sind, in ihrer Karriere erlebt, die es wieder geschafft haben, danach erfolgreich zu werden. Zum Beispiel Christina Schwan ist immer noch sehr erfolgreich unterwegs, hat erst in Turun wieder Bronze geholt. Und ich finde, wir sollten einfach zeigen, dass es möglich ist und dass sich sowas nicht ausschließt. Und dass man ja trotz Leistungssport auch eine Familie gründen kann. Und ich finde auch, es ist ein hohes Privileg, wenn ich einmal am Tag trainiere, dann bin ich nach knapp 4 Stunden wieder zu Hause und dann kann ich mein Kind aus der Kita abholen. Und wer kann das eigentlich? Also jeder, der normal arbeiten geht, 8 Stunden am Tag, der kann sein Kind nicht um 1 Uhr aus der Kita abholen und danach vielleicht noch zum See fahren, wenn schönes Wetter ist. Und ich finde, ich kann meinem Kind eigentlich schon sehr viel bieten, trotz Leistungssport. Und eigentlich, wenn ich einmal trainiere, den halben Tag, bin ich dann noch komplett für meine Tochter da. Und wer kann das schon, der normal im Berufsleben ist? Du hast es gerade schon angesprochen, dass du ja durchaus Frauen in deinem Bekannten- und Freundeskreis hast, die bereits Mama sind. Also du hast gerade Christina Schwanitz schon angesprochen. Ich denke auch noch an Jenny Oeser. Hast du dir im Vorfeld da bewusst Tipps geholt, wie sich Kind und Leistungssport gut vereinbaren lassen? Oder bist du eher so ein Mensch, der so Dinge auch auf sich zukommen lässt, weil man es ja sowieso nicht im Detail planen kann? Also was die Schwangerschaft angeht, da habe ich mir schon extrem viele Tipps von Jenny Oeser geholt. Mhm. Gerade was das Training, was sollte ich weglassen im Training, was kann ich auf jeden Fall noch machen. Aber was jetzt das Mama-Sein, das muss man einfach auf sich zukommen lassen. Also jedes Kind ist anders und jedes Kind schläft auch anders nachts. Wir haben manchmal gute Nächte, manchmal sind wir auch alle 3 Stunden wach. Ja. Aber ich denke, das muss man dann einfach auf sich zukommen lassen und auch schauen, wie das Kind einfach drauf ist. Also
ja, jeder entwickelt sich anders. Wenn wir jetzt nochmal den Rückblick wagen aufs vergangene Jahr und deine Schwangerschaft, wie hast du das genau gestaffelt mit dem Übergang, sage ich mal, vom Leistungssporttraining in, wie heißt es, schwer zu sagen, ist das dann überhaupt ein Gesundheitssport oder wie hast du es für dich empfunden? Ich habe es anders genannt. Ich habe ja so einen Erhaltungssport genannt. Ja, aha, ja, also schönes dann, Wort. Dann tatsächlich nichts mehr mit Leistungssport zu tun. Also am Anfang schon, die ersten 3 Monate habe ich auch noch nach Trainingsplan trainiert und habe auch noch Hürdenstart mit meiner Trainingspartnerin Lucy Kinas gemacht und bin Hürden gelaufen, noch gesprintet, habe normales Krafttraining gemacht. Aber von Woche zu Woche, und das hat mir mein Trainer auch vorhergesagt, wurden die Übungen einfach immer weniger. Der Trainingsplan ja, wurde quasi ein bisschen ausradiert und es wurde geguckt, was ist noch möglich. Das Sprinten, das hat sich dann einfach auch nicht mehr schnell angefühlt. Und dann muss man einfach für sich sagen, ich habe dann gesagt, okay, das war's jetzt. Jetzt werden die Spikes erstmal in die Ecke gestellt und ich suche mir weitere Alternativen, was das Training angeht. Und ja, so 2 Monate vor der Geburt habe ich dann wirklich nur noch leichte Workouts gemacht zu Hause mit Ausfallschritten, Kniebeugen, was halt so möglich ist ohne Gewicht. Bin viel spazieren gegangen und war noch anfangs sehr oft auf dem Stepper und auf dem Saltbike. Aber leider hat mir die Corona-Krise dann doch auch einen Strich mal durch die Rechnung gemacht, weil ja die Fitnessstudios dann geschlossen sind. Und da konnte ich dann halt einfach das auch nicht mehr wahrnehmen. Aber ich habe mir immer wieder neue Alternativen gesucht. Ist dir das schwer gefallen, so dieser Übergang? Oder auch zu merken, dass der Körper einfach zurückfährt, weil andere Dinge dann jetzt irgendwie so in den Vordergrund treten, rein körperlich gesehen? Also schwer gefallen ist es mir auf gar keinen Fall, weil ich habe ja dann nicht nur die Verantwortung für mich, sondern ich will natürlich auch, dass es dem Baby gut geht. Und wenn ich dann merke, okay, das ist jetzt zu viel gewesen, dann schraubt man natürlich ein Stück zu, weil du willst auf gar keinen Fall, dass irgendwas passiert. Und da rückt der Leistungssport dann doch mal kurz in den Hintergrund, weil das verzeiht man sich auf gar keinen Fall. Also das kam für mich gar nicht in Frage, dass ich das irgendwie riskiere, auf Biegen und Brechen irgendwie noch versuche, vielleicht Tempoläufe zu machen oder Sprünge. Und das habe ich dann einfach gelassen. Gut, 10 Tage nach der Geburt bist du dann ja wieder ins Training, also in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, eingestiegen. Wie hat sich das so angefühlt? Ich meine, der Körper war ja einfach noch echt komplett auf Mama sein so gepolt. Wie hast du da diesen Weg zurückgefunden? Also ich habe erstmal geschaut, was gibt's an Beckenbodenübungen und an Stabi-Übungen, die ich jetzt auf jeden Fall dringend machen muss, um eine Stabilität wieder zurück in meinen Körper zu bekommen. Und die habe ich dann ja 2 Wochen erstmal komplett durchgezogen mit einer Physiotherapeutin aus Köln, hat mir da ganz gut geholfen. Und die hat mir dann ein paar Übungen gezeigt und angeleitet, wie ich die umzusetzen habe. Und dann habe ich mich so peu à peu wieder ans Krafttraining rangetastet. Erstmal mit nur Handelsstange Kniebeuge machen und dann einfach immer weiter gesteigert. Und bin dann aufs Fahrrad gegangen, ja, am Anfang. Was aber viele Leute auch sehr, ja, sagen wir mal, faszinierend fanden, dass ich auf meinem Fahrrad wieder sitzen konnte. Aber das war echt kein Problem. Muss aber zugeben, dass ich am Anfang gestanden habe auf dem Fahrrad. Ja. Aber gut, wenn man, ja, wo ein Wille, da ein Weg. Und klar, dann bin ich mich halt nicht eingefahren, sondern stand halt einfach auf dem Fahrrad und bin so gefahren. Dass Männer ja kurz nach der Geburt auch wieder so an ihren Beruf denken, ist ja irgendwie so in unserer Gesellschaft ja völlig normal, würde ich jetzt mal sagen. Bei uns Frauen ist das irgendwie anders. Ich glaube, das ist eine Problematik, von der kann, glaube ich, jede Mutter, die berufstätig ist, irgendwie ein Lied von singen. Hast du darüber hinaus aber das Gefühl, dass du dich als Sportlerin nochmal ganz anders rechtfertigen musst? Also ich denke schon, ja. Ja, also wie gesagt, viele denken, dass man im Leistungssport egoistisch sein muss. Und also für mich war schon immer Familie so das Höchste bei mir. Und da habe ich auch nichts drauf kommen lassen. Und ich denke, dass es einfach möglich ist, eine Familie zu gründen und dann trotzdem Leistungssport zu machen. Aber man muss sich schon als Frau mehr rechtfertigen. Warum muss ich jetzt zum Training fahren und warum muss ich hier in die Einheit noch sein? Was die Männer nicht ganz so müssen. Die Männer, die auch Kinder haben und auch im Leistungssport noch tätig sind. Ja, und das wird schon noch viel auf den Frauen, auf den Schultern da abgelassen. Aber ich und mein Mann, wir sind da gleichberechtigt und wir unterstützen uns gegenseitig. Und natürlich ist eine Mama-Rolle was anderes noch als eine Papa-Rolle. Und natürlich ist das Kind am Anfang extrem auf die Mama fixiert. Aber ich finde einfach, dass man als Partner da einfach unterstützend zur Hand gehen sollte und wir kriegen das
hervorragend hin. Und ja, die Kleine ist auch jetzt gerade beim Papa und die machen da ihr Mittagsschläfchen zusammen und ich nehme hier den Podcast auf. Aber ist es oft noch schwierig, so in der Öffentlichkeit zu erklären, dass der Sport halt entsprechend kein Hobby ist, sondern halt ein Job? Macht es das noch zusätzlich schwierig? Genau, also viele denken immer noch, es ist natürlich ein Hobby, ich mache das gerne. Keine Frage. Aber mittlerweile bin ich auf einem Stand, wo ich natürlich damit Geld verdienen kann und klar, es ist meine Existenz. Also ich bin zwar dank der Bundespolizei hervorragend abgesichert, aber natürlich kann ich über den Sport auch viel deklarieren und Einnahmen. Und ja, also ich sehe es als meinen Beruf an und den will ich dann natürlich auch so gut es geht ausüben. Deswegen, ja, das ist manchmal noch so ein bisschen in der Gesellschaft. Ja, warum ist das jetzt ein Hobby und muss ich das jetzt unbedingt weitermachen? Aber es ist halt einfach mein Beruf. Über die neuen Medien oder sagen wir jetzt mal bei Instagram ganz konkret, lässt du die Öffentlichkeit ja auch an deinem Leben als hürdensprintende Mama sozusagen teilhaben. Und du erzählst da aus deinem Alltag auf deinem Account Schnellste Mama, nimmst Trainingsvideos auf oder rufst halt auch zu Diskussionen auf. Wie erlebst du da diesen Austausch in deiner Community? Also bis jetzt durchweg positiv. Also ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass natürlich auch ein paar negative Kommentare kommen werden, aber die sind komplett ausgeblieben. Und ja, wir behandeln halt so auch so Themen wie so Stillfragen zum Beispiel. Das ist ja bei Frauen immer so ein krasses Thema. Manche, die stillen 2 Jahre, manche stillen gar nicht, manche stillen kurz. Und das ist wirklich, also es ist eigentlich ein komplettes Streitthema und eigentlich kann man es nicht richtig machen. Also es gibt immer jemanden, der das kritisiert. Und ich will einfach auch da mal ein bisschen die Frauen so zurücknehmen und so sagen, ey, es ist alles so gut, wie ihr das macht und es ist alles gut, wie ich das vorhabe. Und ich will auch zeigen, dass trotz Mama sein die Karriere trotzdem weitergehen kann. Und das zeige ich halt mit den Videos. Also ich versuche ein bisschen was im Training aufzunehmen und ich kriege also durchweg positive Kommentare und es finden alle sehr bemerkenswert, wie weit ich auch schon bin. Und ich finde es selber, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt im März schon wieder in der Halle stehe und über Hürden laufe. Es ist noch nicht richtig schnell, aber es kommt alles wieder. Also der Körper erinnert sich langsam. Und es sieht auch wieder nach Hürdensprint aus, wenn ich das mal so als Beobachterin des Accounts so sagen kann. Genau, es sieht tatsächlich nach Hürdensprinten aus, aber es fehlt halt noch ein bisschen die Geschwindigkeit. Aber wir haben Zeit noch und ich merke auch, dass es von Woche zu Woche schneller wird. Das zeigt auch die Lichtschranke. Also ich laufe auch schon wieder 50er durch die Lichtschranke. Und es zeigt einfach, dass es von Woche zu Woche wird schneller und mein Körper erinnert sich einfach zurück. Also ich habe ja diese vielen Trainingsjahre und man sagt ja auch, dass wenn man diese ganzen Trainingsjahre hat, dass der Körper dann relativ schnell in der Lage ist, wieder auf dem Stand zu sein. Und ich vertraue da einfach auf meinen Körper und dass der dann weiß, okay, Richtung 13.0 soll es wieder gehen und schneller. Ja. Und das daran arbeiten wir jetzt. Ja, das ist schon Wahnsinn, was der Körper dann auch so leistet. Also nicht nur mit Geburt und Schwangerschaft generell, sondern auch diese Rückbildung an sich, ne? Wie schnell die jetzt bei dir ging, das finde ich schon echt phänomenal. So. Genau, also ich denke auch, dass gerade was das Hürdensprinten, also Frauenhürdensprint, die haben ja sowieso einen extrem starken Beckenboden aufgrund dieser Belastung. Und ich glaube, da bin ich natürlich ein bisschen schneller als eine normale Frau, das ist klar. Aber vor einer Geburt habe ich trotzdem, also ich habe extrem Respekt vor jeder Frau, die so eine Geburt durchgezogen hat. Also das ist nochmal was ganz anderes als jedes harte Training, was ich jemals hatte. Also das ist mit nichts zu vergleichen. Und kann nur jedem Mann dann sagen, also ihr habt dann wirklich sehr, sehr starke Frauen da zu Hause sitzen. Du hast ja gerade schon gesagt, dein Körper war ja eigentlich im Prinzip schon immer so dein Kapital und du kennst ihn natürlich auch entsprechend gut. Hast du dennoch das Gefühl, dass du dich jetzt durch diesen ganzen Prozess der Schwangerschaft, Geburt und Rückbildung nochmal neu oder irgendwie anders so kennengelernt hast? Anders in der Mama-Rolle. Also ich bin ein bisschen emotionaler geworden, das merke ich. Also gerade was die Kleine angeht, erste Impfung, das ging mir extrem nah. Das glaubt man gar nicht. Und das ist ganz anders geworden und vielleicht so ein bisschen nahbarer auch. Also viele sagen mir ja nach, dass ich so ein bisschen unnahbar bin, auch gerade in den Wettkämpfen. Aber wie gesagt, ich lasse ein bisschen mehr an mich ran. Also auch gerade was die Kleine angeht. Also ich will am besten, dass sie nie weint. Was aber, sie kann sich ja nur so artikulieren und das ist halt ihre einzige Art und Weise zu sagen,
hey, ich habe die Windel voll oder ich habe jetzt Hunger. Und aber das merkt man halt schon als Mama, dass man dann noch ein bisschen sensibler dann auf einmal reagiert. Wie ist es so mit so Stichwort Dankbarkeit dem eigenen Körper gegenüber? Weil Leistungssport ist natürlich auch, klar, du arbeitest mit deinem Körper, aber du gehst natürlich echt immer sehr an eine Belastungsgrenze, wenn nicht sogar mal einen Tick drüber. Ist das jetzt, nachdem du halt erlebt hast, wie der Körper in halt auch wirklich extremen Situationen halt reagiert und was er dir halt auch geben kann, nochmal ein anderer Blick darauf? Ein dankbarer Blick, wie er für dich so funktioniert? Ich finde schon, also ich habe einen extrem starken Körper, was das angeht, auch wenn ich das vergleiche, gerade im Krankenhaus kurz danach. Also ich habe ja aufgrund von der Geburtsvorbereitungskurs habe ich natürlich ein paar Frauen kennengelernt, die mit mir entbunden haben und wie es denen ging und wie es mir ging danach. Also ich war halt immer deutlich voraus. Auch so was Erschöpfung angeht, meinst genau, du jetzt auch? Ohne? Genau, ja. Also ich bin auch direkt wieder aufgestanden. Also ich bin rumgelaufen nach der Geburt und habe auch direkt was gegessen. Das kommt für manche überhaupt gar nicht in Frage. Aber das ist halt auch aufgrund dieser Leistungssport, macht natürlich auch was aus einem. Also da ist halt abgehärtet einfach. Und natürlich ist so eine Geburt ist extrem anstrengend und ich war auch fix und fertig, aber nehme es anders, glaube ich, wahr als andere Frauen. Und es ist auch ganz witzig, die haben jetzt auch alle erst ihren Rückbildungskurs angefangen und ich bin aber schon wieder komplett im Training. Und die verfolgen das alle so und drücken mir auch extrem die Daumen. Auch meine Hebamme, die mir da auch mit Rat und Tat zur Seite stand, am Anfang mit Rückbildungsübungen. Und bis jetzt, also ich muss ehrlich sagen, also ich bin auch sehr dankbar über mein Umfeld gerade. Also wie das so aufgenommen wird, auch die Mamis um mich herum, wie sie es aufnehmen. Und ja, eigentlich so positiv in meine Richtung. Ach, wie schön, das freut mich total. Weil du hattest ja gerade selber schon gesagt, bei Schwangerschaft und Kindern, eigentlich sind da ja alle irgendwie so Experten und wissen es im Zweifel besser als man selber. Aber von so ungefragten Ratschlägen scheinst du ja bislang glücklicherweise verschont geworden zu sein, oder? Also ich habe schon ein paar Ratschläge bekommen. Am witzigsten ist es eigentlich immer die Ratschläge von denen, die keine Kinder haben. Genau, aber ja, das ist auch ganz normal. Also jeder meint das ja auch nicht böse. Das sind ja manchmal auch lieb gemeinte Ratschläge. Aber denke ich oder wir bekommen das schon echt sehr gut hin. Ja. Und meistens, wenn ich einen Rat brauche, dann rufe ich meine Hebamme an oder schreibe in meine Mami-Gruppe, ob das bei denen auch so ist wie bei uns. Und meistens kommt, ist auch so bei uns. Oder habt ihr auch mal so eine Nacht gehabt, wo alle 2 Stunden wach wart? Ja, ist normal. Wo wir gerade über Austausch sprechen, du hast mir im Vorfeld auch erzählt, dass du auch selber einen Podcast, ich weiß nicht, ob er dann auch schnell zur Mama oder sowas in der Richtung mit Sicherheit ja heißen wird. Erzähl doch mal kurz, was ist denn da der Plan oder das Ziel vielmehr? Genau, also ich habe selbst geplant, diesen Podcast aufzunehmen und der soll natürlich nächste Mama heißen. Und ich möchte mich einfach mit anderen Sportlerinnen, aber auch Physiotherapeuten und vielleicht auch Ärzten, mal schauen, ob ich da noch jemanden finde, austauschen über Sport in der Schwangerschaft, wie kommt man zurück in den Leistungssport, wie ist dein Umfeld und so starke Mamis einfach dazu befragen. Und vielleicht finden wir auch einen Papa noch dazu, weil das ist ja auch mal ganz interessant, wie die das sehen. Und, auf jeden Fall. Ob das genauso kompliziert ist, zurück in den Leistungssport zu bekommen. Genau, und das ist halt mein Plan. Ja, und dann einfach wieder ein bisschen zu informieren und einfach anderen Frauen auch die Möglichkeit zu geben, die vielleicht schwanger werden wollen, zu sagen, okay, das ist möglich alles und vielleicht zu sagen, okay, die haben das geschafft, ja, dann kriege ich das auch hin. Also diesen Druck einfach auch ein bisschen wegzunehmen und natürlich die Erfahrungen weiterzugeben. Also ich höre auf jeden Fall rein. Vorher müssen wir aber noch über das große Ziel natürlich jetzt in diesem Jahr reden. Also im Prinzip schwingt das Stichwort Tokio ja auch schon eine ganze Schwangerschaft über mit. Also du hast ja in Anführungsstrichen das Glück, dass du die Norm von 1284 schon bei der WM in Doha abgehakt hast sozusagen. Aber dieses Jahr muss dann noch die Bestätigungsnorm fallen von 1298 und zwar 4 Wochen vor Olympia, korrigiere mich jetzt, aber so habe ich es. Genau. So habe ich es auch gehört und das ist auch absolut okay. Also ich denke, wenn ich 13.20 laufe, dann brauche ich nicht zur Olympia fahren und das ist auch überhaupt nicht mein Ansporn und von daher ist 12.98 auch völlig okay für mich und plane jetzt meinen Einstieg in Dessau, natürlich die deutschen Meisterschaften und dann muss man schauen, wo man noch einen Wettkampf findet. Ist natürlich jetzt bei mir gerade mit dem Reisen. Ich versuche natürlich so nah wie möglich am Heimatort zu bleiben.
bietet sich vielleicht noch Zöllenroda an oder Osterode. Mhm. Habe ich jetzt aber noch nicht geguckt, wo die liegen, terminlich. Aber ich denke, mit ein paar Wettkämpfen und ein paar Rennen muss man das einfach drauf haben. Also es ist einfach ein Fakt. Also langsamer möchte ich auch nicht hinfahren. Das ist einfach gar nicht mehr Ansporn. Und ich denke, das ist auch ein realistisches Ziel. Wir arbeiten ja täglich jetzt an der Geschwindigkeit und das muss einfach wiederkommen. Die Ausdauer ist da, die Kraftfähigkeit, das ist auch relativ einfach, alles wieder zu bekommen, aber diese Geschwindigkeit, genau. Und daran arbeite ich jetzt täglich, ab dem Flach oder über der Hürde. Und ja, dann ist natürlich Tokio das große Thema, also für alle. Ja, nicht nur für mich, für alle Athleten. Dieses Ticken dieser Uhr, wenn du so weißt, okay, 4 Wochen vor Olympia muss ich die Zeit gelaufen sein, macht dich das verrückt oder ist das so ein Druck, den du eigentlich ja schon deine ganze Karriere kennst und entsprechend gut ertragen kannst? Kenne ich eigentlich schon meine gesamte Karriere. Also glücklicherweise habe ich ja jetzt in den letzten Jahren immer recht schnell die Norm abhaken können, aber gerade in den jungen Jahren war es natürlich immer so ein, ja, hat man manchmal im letzten Wettkampf dann die Norm abgehakt und deswegen, man muss dann halt einfach mit dem Druck umgehen lernen. Ja, und das ist aber kein Problem für mich. Also entweder ich hab's drauf oder ich hab's nicht drauf. The life. Ja, wobei man natürlich dieses Jahr sagen muss, ist ja doch alles anders als vorher, ne? Also diese 4 Wochen, das ist ja gerade, wenn man im Prozess der Rückbildung ist, und da bist du ja auch nach wie vor noch mittendrin, das ist ja eine Welt. Definitiv. Also vor 3 Wochen bin ich noch ganz, ganz, ganz niedrige Hürden gelaufen, also so Blockhöhe. Und jetzt laufe ich über 78 und habe noch ein Loch höher und dann laufe ich normale Höhe wieder. Das sind natürlich Welten, na klar, aber ja, wenn das der DLV so verlangt, dann ist das für mich so. Und ich kann dann aber nur sagen, also 4 Wochen später bin ich dann definitiv stärker noch, als ich da gelaufen bin, weil es ist halt wirklich von Woche zu Woche jetzt gerade eine Steigerung zu sehen, und gerade im Sprintbereich. Also das muss halt erst wiederkommen. Und aber du klingst sehr zuversichtlich. Das ist schon mal, genau, also ich bin schon mal das Ausschlaggebende. Genau, ich klinge zuversichtlich, weil es wird halt einfach auch gerade von Woche zu Woche schneller. Wenn es jetzt stagnieren würde, dann würde ich natürlich auch so ein bisschen ins Grübeln kommen. Schaffe ich das? Aber es wird wirklich von Woche zu Woche schneller. Wenn wir jetzt mal einen ganz großen Sprung machen und so schauen am Ende deiner Karriere, was muss bis dahin passieren, dass du sagen kannst, es war alles gut so, wie es war? Oh, also ist eigentlich schon alles gut. Also also ich habe schon so viel erreicht. Also ich weiß nicht, ob es schon eine Hürdensprinterin vor mir gab, die so viele Medaillen geholt hat, international. Also ist schon, bis auf diese Olympiamedaille, ist ja schon jede Medaille da, also von jedem großen Ereignis. Natürlich, diese Olympiamedaille fehlt mir noch, aber das wäre jetzt schon ein bisschen sehr, sehr hochgegriffen zu sagen, ich will Tokio eine Medaille gewinnen. Ja, wer weiß. Also, man soll niemals nie sagen, also wer hätte gedacht, dass ich in Peking Silber hole? Ja. Das hätte auch keiner gedacht, aber das wäre schon sehr, sehr hochgegriffen. Also ich will da gut am Start stehen, wieder fit dabei sein und dann werden wir sehen, was geht. Aber ja klar, die Olympiamedaille fehlt mir halt. Aber gut, da hätte ich halt einfach mal in Rio einen besseren Start haben müssen. Dann wäre da eigentlich schon die Medaille drin gewesen, aber da wollte der Kopf ein bisschen zu viel. Dafür hat der Kopf danach noch ganz viel erreicht. Also ich glaube, wie du schon sagst, du kannst schon sehr, sehr stolz auf das sein, was du bis dato schon erreicht hast. Zum Abschluss unseres schönen Gesprächs habe ich dir noch 3 Fragen aus unserer Community mitgebracht. Wir haben ja auf Instagram auch wieder dazu aufgerufen, dir Fragen zu stellen und haben da ganz viele spannende Fragen auch bekommen. Und 3 habe ich mir rausgepickt, die ich dir ganz gerne jetzt noch stellen würde. Okay. Und zum einen kam da die Frage natürlich zur Ernährung, aber ganz, ganz im Speziellen, auf was hast du denn in der Schwangerschaft geachtet? Also hast du da auf besondere Ernährungsaspekte geachtet oder einfach so weiter gegessen, wie du es auch vorher gewohnt warst? Ich habe einfach so weiter gegessen, wie es gewohnt war, ausgewogen, gesund, ein bisschen mehr eiweißlastig, also habe auch versucht, viel Fisch zu essen, also natürlich kein rohen Fisch, für alle, die denken, was, Fisch? Nein, es war natürlich kein roher Fisch und sonst ausgewogen und ich habe natürlich auch komplett dieses weggelassen, du musst jetzt für 2 essen, das ist kompletter Quatsch. Also ich habe mir sagen lassen, das Kind, das braucht maximal ein Riegel am Tag, um mehr, also du musst ein Riegel, ein Corni-Riegel mehr essen am Tag,
damit das Kind genügend bekommt. Also das ist wirklich völliger Quatsch. Und da komme ich ja auch wieder auf meinen schnellste Mama-Account. Ne, also das habe ich komplett sein lassen, obwohl es mir sehr viele gesagt haben, dass ich das jetzt für zwei essen soll. Aber nee, ich habe mich ausgewogen und einfach gesund ernährt. Und ich denke, damit bin ich auch echt gut gefahren. Wenn du nicht Hürdensprinterin geworden wärst, was wärst du dann wohl geworden? Ah, ich glaube Fußballerin. Ja, Ja, ich glaube, ich habe am Anfang Fußball gespielt, recht lange noch, und aber in einer Jugendmannschaft. Und irgendwann war das natürlich nicht mehr möglich. Also mit 8 muss man dann natürlich irgendwann sagen, okay, jetzt muss ich in der Mädchenmannschaft spielen. Und das hat mir aber nicht so irgendwie Spaß gemacht. Dann waren die Mädels waren deutlich älter als ich. Und dann kam Jugend trainiert für Olympia von den Schulen. Und da habe ich bei einem Leichtathletik-Wettkampf mitgemacht. Und dann ist es dann doch die Leichtathletik geworden. Da haben wir aber Glück gehabt. Ja, aber Fußball war auch für mich ja sehr, sehr, sehr lange ein Thema. Was lernt man in der Leichtathletik über das Leben? Boah. Das ist echt eine gute Frage. Ja, Ehrgeiz ist, also man kann alles erreichen. Es ist alles möglich, ja. Wenn man nur will. Das lernt man so ein bisschen übers Leben, würde ich sagen, weil, wie gesagt, wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal so erfolgreich sein kann? Und man muss nur wirklich fest an sich glauben und dann kann man echt alles erreichen. Ja. Guck mal, das ist doch auch ein schöner Erziehungsratschlag mit Blick auf deine Tochter. Genau, ja. Herzlichen Dank, Cindy Rohleder, für das sehr schöne, sehr informative und ganz persönliche Gespräch. Ja, danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.